Willkommen zum Praxisvideo eines neuen Design Patterns, der Chain of Responsibility. Oder anders gesagt, mach deinen Job, wenn du dran bist. Also es geht um einzelne Aufgaben, einzelne Klassen, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Und die Chain of Responsibility ist jetzt nichts anderes als diese Klassen zusammengehängt in eine Kette. Und die Klasse, die für diese Aufgabe dran ist, soll ihre Aufgabe auch erledigen. Okay, was brauchen wir dazu? Wir brauchen als erstes ein paar Klassen und ein Interface. Wir machen ein Beispiel mit einem Logger. Also machen wir ein Interface, ein Logger. Und was muss ein Logger können? Er muss loggen können. Also public void log string message. Okay, beim Logging ist das so eine Sache, da haben wir meistens verschiedene Log-Levels. Die wollen wir auch verwenden, public in Log-Levels. Und da machen wir mal Information Warning Error Debug Critical All. Okay, das sind einige verschiedene Levels und ein Logger soll bei uns nun auch für mehrere Levels zuständig sein können. Darum machen wir Flags und sagen, okay, Debug ist 0, das ist 1, das ist 2, das ist 4, 8 und das ist 16 oder 15. Okay, das sollte so gehen. Also wenn wir loggen, haben wir nun nicht nur eine Message, sondern auch ein Log-Level. Level. Okay, das ist unser Interface. Zum Loggen natürlich hat ein Interface, sind alle Methoden sowieso public, also gehört die Sichtbarkeit hier weg. Gut, dann gibt es verschiedene Logger, die wir dann miteinander verketten wollen. Zum Beispiel wollen wir machen einen File-Logger. So. Dieser File-Logger hält das Interface iLogger und implementiert dieses natürlich. Im Konstruktor bekommt dieser noch mit File-Logger. Die Datei, den Pfad, wohin loggen soll. Public string file name get private set. Das Punkt file name ist gleich file. Und für den Fall, dass das nicht gesetzt ist, werfen wir gleich eine exception through new argument null exception name of file. Also, wir nehmen die Variable File, setzen diese, also die Variable, die übergeben wird, den Wert, setzen diesen in das FileName und falls dieser null ist, dann werfen wir gleich eine Argument Null Exception. Ein File-Logger muss natürlich wissen, wohin er loggt, sonst macht er nicht viel Sinn. Okay, nun wollen wir hier entsprechend loggen, also machen wir eine eher dummy-mäßige Implementierung System.io File.append all text oder von mir aus append all lines und der Pfad ist das vom FileName und wir machen noch ein new string array und geben die Message mit. Also jeder Eintrag in eine neue Zeile. Okay, wir machen das nur, wenn dieser File-Logger auch für dieses Log-Level zuständig ist. Also braucht er auch noch ein Log-Level, für das er zuständig ist. Auch das übergeben wir in den Konstruktor mit und sagen, nachher wollen wir es vielleicht nicht mehr ändern lassen. Also
Eine Eigenschaft log levels responsible for. Na okay, machen wir einfach nur Level. Get private set. Und auch diese Eigenschaft soll in Konstrukte gesetzt werden. Log levels levels. Mehrzahl auch hier, es sind Flags und daher können auch mehrere Werte gemeinsam gesetzt werden. So, das Punkt Levels ist gleich Levels. So, long tut er wie gesagt nur dann, wenn er für dieses Level, das hier kommt, auch wirklich zuständig ist. Also, if this Punkt Levels nur, wenn das Level zusammenstimmt. Punkt has flag Level. Nur in diesem Fall wollen wir auch wirklich loggen. Okay, wir haben gesagt, es ist eine Chain of Responsibility, also wir können verschiedene Logger, wie soll ich sagen, nacheinander zusammenhängen. Okay, zusammenhängen dazu muss dieser Logger, dieser File-Logger wissen, wer ist mein nächster Logger. Also iLogger, next Logger. So, und jetzt ist es eine Interpretationssache des Design Patterns Chain of Responsibility, ob der nächste Logger nur dann aufgerufen wird, wenn dieser nicht zuständig ist, oder ob er auch dann aufgerufen wird, wenn dieser hier seine Arbeit gemacht hat. In unserem Fall kann ein Logger für mehrere Levels zuständig sein, es können auch mehrere Logger für das gleiche Level zuständig sein. Sozusagen, ich möchte im Falle eines kritischen Fehlers in eine Datei loggen, ins Event Log loggen, mich per E-Mail benachrichtigen lassen und so weiter. Darum brauche ich auch mehrere Logger, die auf das gleiche Level anspringen. Deswegen wollen wir auch alle Logger benachrichtigen, also den nächsten auch dann, wenn dieser hier seine Arbeit getan hat. Also, okay. This.nextLogger, Fragezeichen.log, Message mit Level. Fragezeichen.log, ja, macht für den Fall, dass iLogger nicht null ist, dann wird Log aufgerufen. Für den Fall, dass es null ist, wird es nicht aufgerufen. Und nur wenn das aktuelle Level, das Level, das übergeben wird, mit den aktuellen Levels übereinstimmt, dann wird hier auch geloggt in diese Datei. Ansonsten wird nicht geloggt und nur der nächste Logger aufgerufen. Sollte dieser für dieses Level zuständig sein, wird sowohl geloggt als auch der nächste aufgerufen. Also der nächste wird immer aufgerufen. Gut, jetzt brauchen wir noch einen zweiten Logger, um auch eine Kette bilden zu können, die man irgendwie pragmatisch sieht oder schön sieht, nennen wir ihn ConsoleLogger. So, Public Class ConsoleLogger, iLogger. So, Interface implementieren. Gut, wenn ich nicht mag. Jetzt. So, wenn Level, also wir brauchen wieder ähnliche Sachen. Wir brauchen das iLogger, NextLogger, GetZ. Wir brauchen einen Konstruktor, ConsoleLogger, in dem wir hier das Level mitgeben. Diese Levels wollen wir uns auch merken. Levels get private set, nicht vernetzten Sätzen. Das Punkt Levels ist gleich Levels. So, und if this Punkt Levels has flag, das Level, das übergeben wird, dann wollen wir in die Konsole, Console write line. Message loggen und das.nextLogger Fragezeichen.log
mit der Message und dem Level entsprechend weiter aufrufen. So, die Implementierung ist sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr gleich fast, möchte ich sagen. Nun wollen wir diesen Logger einmal kurz verwenden, indem wir unsere Kette bilden. Wir haben einen iLogger, wir haben einen FileLogger. Diese braucht natürlich Log-Levels, für die er zuständig ist. Für, was nehmen wir? Information für Warning und für Error. Er braucht auch das File. So, constraint file name ist gleich so, der zweite Logger ist unser Console-Logger. Ist der neue Console-Logger. Diese ist zuständig für alles. Und als erstes wollen wir den Console-Logger aufrufen. Also Console-Logger. Also Console-Logger. Next. FileLogger. Also, nachdem der Console-Logger in die Console geloggt hat, darf der FileLogger da. Wenn dieser auch noch zuständig ist, weil es keine Debug-Information war oder ähnliches, darf auch dieser loggen. Okay, und jetzt können wir sagen: Console-Logger log. Und was wollen wir loggen? Erste Info, oder Program startet. Das ist eine pure Debug-Information, wird also nicht in die Datei ausgeschrieben. Console-Logger.log Warning Information. Und das wird eine Warning. Wird sowohl in die Konsole geschrieben, als auch in die Datei raus. Okay, also hier haben wir unsere zwei Logger gebildet, dann haben wir hier durch die Zuweisung die Kette gebildet. Achtung, dass ihr hier keinen Roundtrip macht und sozusagen eine Endlosschleife. Es wäre schlecht, wenn der nächste Logger vom File-Logger wieder der Konsole-Logger wäre, das wäre eine klassische. Hier ist noch ein Fehler im Enum. Das soll natürlich nicht bei 0 beginnen, sondern bei 1, 2, 4, 8, 16. Dann wäre das 31 oder auch Debug oder Information oder Warning oder Error oder Critical. Sozusagen die Kombination von allen. Wichtig, nicht bei 1 beginnen natürlich, denn ansonsten wäre 0 immer ein gültiger Wert und schaut euch das Video zu den Enumflags an. Dort ist das Thema genauer erklärt. Okay, also nochmal starten. So, Logging hat er gemacht. Und hier sieht man auch die Logdatei, die er geschrieben hat. Hier ist nur die Warning. Erinnern, da das andere im Debug-Modus war. So können wir jetzt natürlich noch viele, viele weitere Logger implementieren auf die gleiche Art und Weise, wie zum Beispiel einen Event-Log, Logger, Logger, Interface implementieren. Event, also Konstruktor definieren, Log-Level mitgeben, eine Eigenschaft definieren, mit den zuständigen Levels
aber nur privat setzen, den Konstruktor zuweisen, neu zuständig. Jetzt im Endlog schreiben. Schreiben wir zum Endlog. Seht es als Übung und macht das mal. Viel Spaß dabei schon mal. Und im Sinne der Chain of Responsibility ins Eventlog soll nicht jedes rein, sondern es soll mindestens ein mindestens eine Warnung sein oder ein Fehler. Also Eventlog Logger. Also mindestens eine Warnung. Oder es kann auch sein ein Error. Oder es kann auch sein kritisch. Und natürlich den File-Logger geben wir jetzt als nächsten Logger diesen Event-Log-Logger. Die Kette für vollständig und schon läuft alles wieder seine Wege. Alles toll, alles wie gehabt. In diesem Fall ist die Reihenfolge nicht so wichtig, welcher Logger wen als nächsten Logger hat, da die Implementierung immer so ist, sobald ein Logger anspringt oder egal ob der Logger dafür zuständig ist, gibt er die Message weiter an den nächsten. Dieser muss wieder für sich entscheiden. Es wird immer weitergegeben. Wenn die Implementierung so ist, dass er sagt, okay, das ist meiner und dann braucht der andere nichts mehr tun, dann wäre natürlich die Reihenfolge wichtig. Wer hat sozusagen Priorität 1 und wer nicht. Vergleichbar mit folgendem Szenario, der Lehrer kommt in die Klasse, gibt die Tests zurück und anstatt zu jedem Schüler einzeln zu gehen, gibt er den ersten Schüler den ersten Zettel. Dieser schaut sich den Test an, sagt, okay, das ist nicht meiner und gibt ihn dem nächsten Schüler, ja, dem nächsten, Chain of Responsibility, bis zu einem Test. Also dieser Schüler macht natürlich das Gleiche. Wenn der Lehrer jetzt den Test den ersten Schüler gibt, dieser sieht ihn an, sagt, okay, das ist mein Test, dann gibt er diesen nicht mehr weiter. Das wäre die Variante, wo nicht jeder in der Kette immer benachrichtigt wird, sondern nur dann, wenn vor ihm kein anderer dafür zuständig war. Es gibt beide Varianten der Implementierung, je nachdem, was man braucht. Das, was wir hier gemacht haben, ist, dass jeder immer notifiziert wird, ist sehr ähnlich zu dem, wie die meisten Middlewares implementiert sind. Aber dazu kommen wir auch ein anderes Mal. Ich hoffe, es ist soweit gut geläufig, gut verstanden worden, ist, glaube ich, ein sehr nützliches Pattern in vielerlei Hinsicht. Viel Spaß beim Bauen vom Eventlogger und viel Spaß beim Nachprogrammieren. Eins ist noch wichtig, wir haben hier, wird euch bestimmt aufgefallen sein, sehr viel Code doppelt oder dreifach oder vierfach. Also die ganzen Logger, die sind sich sehr, 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 sehr ähnlich. So viel ähnlich ist viel zu ähnlich, das gehört alles. Komplett perfekter, doppelter Code ist immer böse, keine gute Praxis, das so zu machen. Wir schauen uns in einem anderen Video ein Pattern an, das hier Abhilfe schafft, das sogenannte Template Method. Man könnte sagen, im Endeffekt wird alles, was in den Klassen gleich ist, in eine Basisklasse ausgelagert. Ja, denn so viel ist hier zwischen den einzelnen Logern nicht unterschiedlich. Okay, jetzt aber Schluss, viel Spaß! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.